Benjamin Graham, Intelligent investieren, mit Kommentaren von Jason Zweig. Der Bestseller über die richtige Anlagestrategie. Für die meisten Menschen mag das Börsengeschehen wie eine undurchschaubare Wissenschaft erscheinen. Sie erkennen zwar, dass Aktien dort gehandelt werden und deren Preise je nach Marktlage steigen oder fallen können, was zu Gewinnen oder Verlusten führen kann. Dennoch wagen nur wenige tiefer in diese Materie einzusteigen. Viele Anleger überlassen die Verwaltung ihres Portfolios lieber einer Bank oder einem Finanzberater. Dabei ist es gar nicht so kompliziert, sich mit dem Thema vertraut zu machen und beachtliche Gewinne zu erzielen. Intelligent investieren ist ein zeitloser Klassiker in diesem Bereich. Der Autor Benjamin Graham hat in den 1930er Jahren während der Wirtschaftskrise beinahe sein gesamtes Vermögen an der Börse verloren. Trotzdem gab er nicht auf und wurde zu einem der angesehensten Wirtschaftswissenschaftler Amerikas, der ein beträchtliches Vermögen aufbaute. Seine Ratschläge basieren auf tiefgreifendem Wissen über die Börse, die Märkte, Aktien und die Psychologie der Anleger. Diese Ratschläge haben sich bewährt, sonst wäre sein Buch nicht seit über 60 Jahren ein Bestseller. Der renommierte Wirtschaftsjournalist Jason Zweig hat diesen zeitlosen Klassiker so kommentiert, dass seine Weisheiten auch in unsere moderne Zeit übertragen werden können. Du wirst lernen, wie du den eigentlichen Wert hinter dem Aktienkurs erkennen kannst, warum die Geschichte dir wertvolle Lektionen für die Börse liefert und wie du die besten Investmentchancen aufspürst. Kernaussage 1. Benjamin Graham, der Vorreiter des intelligenten Investierens. Benjamin Graham kann zweifellos als Pionier des intelligenten Investierens angesehen werden. Nach seinem Abschluss an der Columbia University im Jahr 1914 betrat er die Wall Street und begann seine Karriere in einem Unternehmen, das mit Anleihen handelte. Durch sein außergewöhnliches Talent und seine Fähigkeiten erlangte er schnell einen Ruf als herausragender Händler und konnte in den kommenden Jahren ein beträchtliches Vermögen aufbauen. Doch die verheerende Wirtschaftskrise von 1929 traf auch Graham schwer und er sah sich mit einem Verlust von fast 70% seines Vermögens zwischen 1929 und 1932 konfrontiert. Trotz dieser schweren Rückschläge gab er nicht auf. Stattdessen beschloss er, eine tiefgehende Studie darüber zu betreiben, wie die Börse tatsächlich funktioniert. Er tauchte in die Welt der Psychologie und die Geschichte der Finanzmärkte ein und stellte sich die grundlegende Frage, was eine sichere Investition eigentlich ausmacht. Die Ergebnisse seiner intensiven Forschungsarbeit machten ihn zu einem der angesehensten Wirtschaftswissenschaftler in den Vereinigten Staaten. Seine Erkenntnisse führten schließlich zu einer Professur an der renommierten Columbia University. Graham fasste seine Erkenntnisse in seinem bahnbrechenden Werk Intelligent investieren zusammen und vermittelte sie in einer verständlichen Sprache für ein breites Publikum. Die erste Auflage des Buches erschien im Jahr 1949 und er aktualisierte es kontinuierlich bis 1973. Graham war der Überzeugung, dass die Prinzipien des intelligenten Investierens zwar konstant bleiben, sich jedoch die Umstände und Handelsmöglichkeiten im Laufe der Zeit ändern. Doch was bedeutet es für Benjamin Graham genau, gleichzeitig intelligent und sicher zu investieren? Dies werden wir im Folgenden genauer beleuchten. Kernaussage 2. Die Schlüsselkomponente des intelligenten Investierens, rationaler Blick auf den langfristigen Wert eines Unternehmens. Die Welt der Börse ist zweifellos faszinierend. Auf der einen Seite hören wir Geschichten von Menschen, die dort ihr gesamtes Vermögen verloren haben, während auf der anderen Seite Superreiche wie Warren Buffett aus ihr hervorgehen. Es steht außer Frage, dass die Börse gewisse Risiken birgt. Dies ist teilweise zutreffend. Wer nicht über umfassendes Fachwissen verfügt und ohne eine fundierte Strategie ins Börsengeschehen eintritt, geht das hohe Risiko ein, sein Kapital schnell zu verlieren. Dennoch gibt es eine bewährte Strategie, die verlässliche Gewinne verspricht. Das intelligente Investieren. Der zentrale Grundsatz des intelligenten Investierens besteht darin, nicht ausschließlich auf den aktuellen Aktienkurs zu schauen, sondern den wahren Wert eines Unternehmens zu erkennen. Die Mehrheit der Investoren und Händler fixiert sich nahezu ausschließlich auf den Preis einer Aktie. Wenn er fällt, versuchen sie, ihre Anteile zu veräußern, und wenn er steigt, möchten sie ebenfalls davon profitieren. Dieses Verhalten trägt oft zur typischen Auf- und Abbewegung der Aktienmärkte bei und erinnert ein wenig an das Herdenverhalten von Schafen, die blind der Masse folgen. Infolgedessen entstehen Hypes und Blasen und den einzelnen Anlegern bleibt oft nur wenig übrig. Der intelligente Investor hingegen lässt sich nicht vom aktuellen Aktienkurs blenden.
Stattdessen sammelt er umfassende Informationen über die Unternehmen, die es ihm ermöglichen, den langfristigen Wert einer Aktie rational einzuschätzen. Er untersucht beispielsweise die Qualität des Managements eines Unternehmens, prüft, ob regelmäßig Dividenden ausgezahlt werden und analysiert die Grundsätze der Unternehmensführung. Anhand all dieser Informationen kann er dann beurteilen, ob eine Investition in ein Unternehmen lohnenswert ist oder nicht. Durch diesen rationalen Blick auf den langfristigen Wert eines Unternehmens hebt sich der intelligente Investor von der Masse ab und vermeidet impulsives Handeln aufgrund kurzfristiger Schwankungen im Aktienkurs. Diese Herangehensweise hat sich als eine der sichersten Methoden erwiesen, um langfristig erfolgreiche Investitionen zu tätigen. Kernaussage 3: Zwei Investorentypen, defensive und unternehmerische Anleger. Der intelligente Investor zeichnet sich oft durch einen klaren Vorsprung gegenüber seinen Kollegen an der Börse aus. Die Kunst des intelligenten Investierens zu erlernen ist keine besonders schwierige Aufgabe. Dennoch wird das Investitionsverhalten, wie bei jeder Tätigkeit, die zahlreiche Entscheidungen erfordert, stark von der individuellen Persönlichkeit geprägt. Im Bereich des intelligenten Investierens lassen sich hauptsächlich zwei Arten von Anlegern unterscheiden: die defensiven und die unternehmerischen Investoren. Die defensiven oder passiven Investoren streben nach moderaten, jedoch sicheren und kontinuierlichen Gewinnen, ohne viel Zeit und Aufwand investieren zu müssen. Sie entwickeln eine konservative Anlagestrategie und halten sich in der Regel langfristig daran fest. Diese Investoren identifizieren Unternehmen, die sich in der Regel stabil entwickeln, und investieren regelmäßig einen konstanten Betrag in diese. Dieser Ansatz mag zwar nicht besonders aufregend sein, kann jedoch bei ausreichender Disziplin ein stabiles und vergleichsweise sicheres Einkommen erzeugen. Viele Investoren beginnen mit einer defensiven Strategie und überlegen erst später, ob sie auf eine unternehmerische Strategie umsteigen möchten. Die unternehmerischen Investoren hingegen sind aktiv auf der Suche nach vielversprechenden neuen Anlagemöglichkeiten. Sie streben nach höheren Gewinnen, sind jedoch auch bereit, ein höheres Risiko einzugehen und mehr Zeit für die Forschung und das Management ihres Portfolios aufzuwenden. Ein bekanntes Beispiel für diese Art von Investor ist Warren Buffett, der drittreichste Mensch der Welt, der sein Vermögen fast ausschließlich durch Aktieninvestitionen erworben hat. Beide Strategien können erfolgreich sein, aber es gibt grundlegende Prinzipien, die von beiden Investorentypen beachtet werden sollten. Kernaussage 4: Die drei herausragenden Eigenschaften intelligenter Investitionen. Bereits haben wir die erste und bedeutendste Eigenschaft einer intelligenten Investition beleuchtet: eine rationale Entscheidungsfindung im Vorfeld. Bevor wir eine Aktie erwerben, ist es unabdingbar, nicht nur den aktuellen Preis, sondern auch den tatsächlichen Wert der Aktie zu analysieren. Diese Analyse erfordert, unsere Emotionen beiseite zu legen und eine kluge, auf Fakten basierende Entscheidung zu treffen. Selbst bei Aktien, die kurzfristig hohe Gewinne versprechen, können wir oft durch gründliche Untersuchungen herausfinden, ob diese Versprechen nachhaltig sind. Hierzu gehört auch die sorgfältige Überprüfung der finanziellen Lage des Unternehmens, um festzustellen, ob der Aktienpreis angemessen ist. Nehmen wir zum Beispiel ein Unternehmen, das derzeit nicht besonders populär ist. Der Aktienkurs könnte relativ niedrig sein. Dennoch, wenn wir einen Blick auf seine Vergangenheit werfen und feststellen, dass es kontinuierlich Gewinne erzielt hat, könnte die Aktie unterbewertet sein und es wäre sinnvoll, sie zu erwerben. Eine weitere entscheidende Eigenschaft intelligenter Investitionen ist die Absicherung gegen Verluste. Es ist unerlässlich, nicht das gesamte Kapital in eine einzige Aktie oder Branche zu investieren. Stattdessen sollte das Portfolio breit diversifiziert sein, um selbst unerwartete Entwicklungen wie Steuerskandale oder andere unvorhergesehene Ereignisse abzufedern. Eine solide Diversifikation schützt vor einem vollständigen Verlust des Vermögens. Die dritte herausragende Eigenschaft intelligenter Investitionen besteht darin, nicht auf schnelle Profite abzuzielen, sondern auf ein regelmäßiges und sicheres Einkommen. Ein intelligenter Investor muss kein Profi sein und muss nicht zwangsläufig die Stars der Wall Street übertreffen, aber er sollte stets danach streben, seinen eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Der Fokus liegt auf der langfristigen finanziellen Sicherheit. Kernaussage 5: Die Bedeutung der Börsengeschichte für intelligente Investoren. Vor dem eigentlichen Beginn unserer Investmentreise sollten wir einen Moment innehalten und einen Blick zurück in die Geschichte der Börsen und Aktien werfen.
Denn aus dieser Geschichte können wir wertvolle Lehren für intelligentes Investieren ziehen. Schnell werden wir feststellen, dass die Börsengeschichte von Höhen und Tiefen geprägt ist, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten. Leider sind diese Schwankungen oft schwer vorhersehbar. Daher ist es für jeden Investor von großer Bedeutung, auf sie vorbereitet zu sein, sowohl finanziell als auch psychisch. Niemand hätte beispielsweise erwartet, dass sich die verheerende Wirtschaftskrise von 1929 wiederholen könnte. Die Krise, die seit 2007 das globale Banken- und Finanzwesen erschüttert hat, lehrt uns jedoch leider das Gegenteil. Daher ist es ratsam, auf ein diversifiziertes Portfolio zu setzen, um zumindest einen Teil unseres Vermögens zu schützen, wenn solche Krisen eintreten. Außerdem sollten wir nicht in Panik verfallen und alles verkaufen, sobald sich Anzeichen einer Krise zeigen. Denn selbst nach den schwersten Erschütterungen hat sich der Markt bisher immer wieder erholt. Obwohl wir nicht in der Lage sind, jede Krise vorherzusehen, können wir dennoch durch die Betrachtung der Geschichte der Märkte eine Einschätzung darüber abgeben, wie stabil sie derzeit sind. In einem vergleichsweise stabilen Markt lohnt es sich, die Preisentwicklung einzelner Aktien genauer zu betrachten. Wenn wir das Verhältnis zwischen Aktienkurs und Unternehmensgewinnen sowie Dividenden in den letzten 10 Jahren analysieren, erhalten wir einen guten Anhaltspunkt dafür, ob eine Aktie angemessen bewertet ist. Es ist jedoch wichtig, die Inflationsrate in unsere Überlegungen einzubeziehen. Wenn wir beispielsweise eine Rendite von 7% erwarten, aber die Inflation im gleichen Jahr bei 4% liegt, beträgt unser realer Gewinn nur noch 3%, deutlich weniger als gedacht. Ja, die Recherche historischer Daten ist zeitaufwendig, erfordert Vergleiche und gründliche Analyse. Dennoch lohnt sich dieser zusätzliche Aufwand, da viele andere Investoren diesen Schritt oft nicht gehen. Dies ermöglicht es uns, fundierte Entscheidungen zu treffen und einen klaren Vorteil an den Märkten zu erlangen. Kernaussage 6. Spekulation versus Investition – der entscheidende Unterschied. Wir sind alle mit den Geschichten von legendären Finanzmogulen an der Wall Street vertraut, die innerhalb von Minuten Millionen gewonnen oder verloren haben. Doch beim intelligenten Investieren geht es nicht um solche spektakulären Handelsgeschäfte, denn diese sind reine Spekulation. Spekulation ist kurzfristig ausgerichtet und zielt darauf ab, die zukünftige Preisentwicklung vorherzusagen und daraus Gewinne zu erzielen. Daher ist sie äußerst riskant, da niemand die Zukunft mit Sicherheit vorhersagen kann. Bei Spekulationen geht es nicht darum, den Preis einer Aktie mit ihrem tatsächlichen Wert zu vergleichen, sondern nur um das richtige Timing für Kauf und Verkauf. Stellen Sie sich vor, wir hören das Gerücht, dass Apple am Nachmittag ein neues Produkt vorstellen wird. In diesem Moment könnten wir impulsiv eine große Menge Apple-Aktien kaufen. Wenn das Gerücht stimmt, könnten wir innerhalb eines Tages erhebliche Gewinne erzielen. Aber wenn das Gerücht falsch ist und Apple stattdessen enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht, könnten wir einen erheblichen Verlust erleiden. Spekulationen sind riskant und unberechenbar. Daher konzentrieren wir uns lieber auf intelligente Investitionen. Beim intelligenten Investieren spielt das Timing nicht eine so entscheidende Rolle wie bei Spekulationen. Wir können uns die Zeit nehmen, Hintergrundinformationen zu sammeln und sorgfältig zu analysieren. Wenn wir feststellen, dass eine Aktie überbewertet ist und das Unternehmen wahrscheinlich nicht weiter wachsen wird, kaufen wir sie nicht. Wenn jedoch die Analyse ergibt, dass die Aktie unterbewertet ist und das Unternehmen langfristig erfolgreich sein wird, können wir in Betracht ziehen, einige Aktien zu erwerben. Dabei ist es wichtig, immer einen Sicherheitspuffer einzubauen. Über einen längeren Zeitraum hinweg sollte der erwartete Gewinn stets deutlich höher sein als das potenzielle Verlustrisiko. Es ist vergleichbar mit dem Einkaufen. Auf lange Sicht können teurere Schuhe durchaus kostengünstiger sein als billige. Vorausgesetzt, die teureren Schuhe halten 5 Jahre, während die billigen nur 1 Jahr überdauern. Kernaussage 7. Der Markt als unberechenbarer und emotionsgesteuerter Mr. Market. Benjamin Graham bezeichnet den Markt gerne als Mr. Market, und das aus gutem Grund. Der Markt verhält sich tatsächlich wie ein Mensch. Unberechenbar, emotional und manchmal sogar irrationell. Schließlich wird der Markt von Menschen gestaltet, und wenn viele Menschen gleichzeitig emotionale und nicht perfekt informierte Entscheidungen treffen, ist es verständlich, dass Mr. Market oft von extremer Euphorie zu tiefster Verzweiflung oder umgekehrt schwankt. Ein intelligenter Investor sollte sich jedoch nicht von diesen Stimmungsschwankungen mitreißen lassen.
Der Markt verhält sich nur so wankelmütig, weil die Mehrheit der Marktteilnehmer sich nicht intensiv mit den Hintergrundinformationen zu den einzelnen Aktienpreisen auseinandersetzt. Die meisten Anleger folgen einfach der Herde und verkaufen, wenn alle anderen verkaufen. Wenn Mr. Market in guter Stimmung ist, neigt er dazu, zukünftige Gewinne zu sehen, wo eigentlich keine existieren. Unser Gehirn hat eine Neigung dazu, in Chaosmuster zu erkennen. Wenn wir verschiedenen Versuchspersonen eine Abfolge von Ereignissen, beispielsweise von weißen und schwarzen Feldern, zeigen und ihnen sagen, dass diese Abfolge zufällig ist, werden sie dennoch versuchen, darin ein Muster und eine Regelmäßigkeit zu erkennen. Dieses Verhalten ist tief in unserer Psychologie verwurzelt. Im Fall von Märkten und Preisen führt dies dazu, dass wir nach einer Preiserhöhung erwarten, dass die Preise weiter steigen werden. Je länger eine Aufwärtsbewegung anhält, desto stärker wird unsere unbewusste Überzeugung, dass sie sich fortsetzen wird, obwohl das Gegenteil oft der Fall ist. Psychologische Tendenzen erschweren die genaue Vorhersage der künftigen Marktentwicklung erheblich. Aus diesem Grund ist es ratsam, nicht blind auf den Markt und die Gefühle der anderen Anleger zu vertrauen. Stattdessen sollten wir uns auf fundierte und langfristige Hintergrundinformationen stützen, um rationale Entscheidungen über den Wert einer Aktie zu treffen. Kernaussage 8. Ein ausgewogenes und einfaches Portfolio für defensive Investoren. Allen intelligenten Investoren ist es wichtig, die Börsengeschichte zu verstehen, zwischen Spekulation und Investition zu unterscheiden und nicht blind auf den Markt zu vertrauen. Dennoch gibt es spezielle Empfehlungen, die insbesondere defensiven Investoren helfen können. Defensive Investoren möchten in der Regel mit minimalem Aufwand ein möglichst sicheres Einkommen erzielen. Die höchste Sicherheit wird im Anlagegeschäft durch eine breite Diversifizierung erreicht. Ideal ist eine Mischung aus verschiedenen Anleihen, darunter beispielsweise Staatsanleihen mit einer AAA-Bewertung und beliebten Stammaktien. Ein Verhältnis von 50% Anleihen zu 50% Aktien ist oft eine gute Wahl. Sehr vorsichtige Investoren könnten sich auch für ein Verhältnis von 75% Anleihen zu 25% Aktien entscheiden. Auch bei den Aktien in einem solchen Portfolio ist Vielfalt entscheidend. In erster Linie sollten Investoren auf große, etablierte Unternehmen setzen, die über einen längeren Zeitraum kontinuierliche Gewinne erzielen. Um das Risiko zu minimieren, ist es ratsam, Aktien von mindestens 10 solcher Unternehmen zu halten. Die Auswahl der richtigen Aktien muss jedoch nicht übermäßig kompliziert sein. Es ist nicht notwendig, alle großen Unternehmen zu durchforsten und jahrzehntelange finanzielle Daten zu analysieren. Stattdessen können Anleger auf das Portfolio eines etablierten Investmentfonds zurückgreifen oder einen Finanzberater um Hilfe bitten. Dies ist oft eine sicherere und einfachere Option, um eine ausgewogene Auswahl von Aktien zu treffen, ohne selbst umfangreiche Recherchen durchführen zu müssen und möglicherweise wichtige Informationen zu übersehen. Kernaussage 9. Defensive Investoren sollten nach einer festen Formel investieren und sparsam vorgehen. Sobald das Portfolio eines defensiven Investors aufgebaut ist, besteht im Grunde genommen nicht viel zu tun, außer abzuwarten, wie sich die Aktien entwickeln. In der Regel fließt regelmäßig eine kleine Summe Geld auf das Konto des Investors. Dennoch sollten defensive Investoren ihr Portfolio von Zeit zu Zeit überprüfen und aktualisieren, da sich Märkte ändern, Unternehmen wachsen oder bankrott gehen können. Um dies mit minimalem Stress und Risiko zu bewerkstelligen, ist es ratsam, nach einer festen Formel zu investieren und sparsam vorzugehen. Eine mögliche Strategie ist es, alle paar Monate einen festgelegten Betrag zu investieren. Wenn ein Investor ein bestimmtes Unternehmen ausgewählt hat und überzeugt ist, dass es eine gute Investition ist, kann er sein Investment auf Autopilot setzen, indem er beispielsweise jeden Monat Aktien dieses Unternehmens für einen festen Betrag kauft. Dieses Vorgehen ist sicher und unkompliziert, erfordert jedoch Disziplin. Selbst wenn verlockende Investmentmöglichkeiten auftauchen, sollte der Investor sein Budget nicht überschreiten. Dennoch ist es wichtig, das gesamte Portfolio in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Sind alle Aktien profitabel? Hat sich bei einigen Unternehmen etwas Wesentliches geändert, das einen Verkauf rechtfertigt? Stimmt das Verhältnis von Anleihen zu Aktien noch? Diese Fragen sollten etwa alle 6 Monate sorgfältig beantwortet werden, um eine erfolgreiche Strategie aufrechtzuerhalten. Kernaussage 10. Auch unternehmerische Investoren sollten defensiv beginnen und Sicherheit priorisieren.
selbst unternehmerisch orientierte Investoren, die oft risikofreudiger sind und nach schnellen Gewinnen streben, sollten ihre Investmentreise mit einem defensiven Ansatz beginnen. Ein defensives Portfolio ist eine wichtige und lehrreiche Übung, unabhängig von der Risikobereitschaft. Dabei können Investoren mit vergleichsweise geringem Risiko viel über Aktien und Märkte lernen. Wer diesen Schritt überspringt und sofort in riskantere unternehmerische Investitionen einsteigt, riskiert wahrscheinlich, sein Geld zu verlieren. Es schadet auch nicht, einen Finanzberater zu Rate zu ziehen, selbst für diejenigen, die ein unternehmerisches Investitionsprofil bevorzugen. Diese Investoren sehen in einem Finanzberater möglicherweise eher einen Diskussionspartner als einen Lehrer, wie es bei defensiven Investoren der Fall ist. Dennoch kann die Unterstützung eines Finanzberaters wertvoll sein und potenzielle Verluste verhindern. Mit der Zeit können unternehmerische Investoren beginnen, riskantere Investitionen zu tätigen. Wenn sie beispielsweise von einem vielversprechenden Startup überzeugt sind, können sie in dieses Unternehmen investieren. Unabhängig von den Erwartungen sollten sie jedoch nie mehr als 10% ihres Kapitals in solche unternehmerischen Investitionen stecken. Selbst intelligente Investoren, einschließlich unternehmerischer Typen, sind nicht vor Fehlentscheidungen sicher. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, den Großteil des Kapitals in sichereren Anlagen zu halten. Wenn unternehmerische Investoren einen risikoreicheren Ansatz wählen, kann dies mehr Spaß und Spannung bringen, erfordert jedoch auch erheblich mehr Arbeit. Das Portfolio muss regelmäßig überprüft werden und Investoren müssen sich ständig über alle ihre Aktien auf dem Laufenden halten, nicht nur alle 6 Monate. Kernaussage 11. Unternehmerische Investoren können besonders günstige Gelegenheiten finden. Um wirklich gute Gelegenheiten zu entdecken und das volle Risiko einzugehen, sollten unternehmerische Investoren zunächst sicherstellen, dass sie über das notwendige Know-how verfügen. Eine Möglichkeit, dies zu testen, besteht darin, virtuelles Trading auf verschiedenen Websites zu betreiben. Hierbei handelt man mit virtuellem Geld und kann ein Jahr lang Übung sammeln, ohne echtes Kapital zu riskieren. Die Herausforderung besteht darin, Unternehmen zu finden, deren Aktien unterbewertet sind. Diese Aktien werden zu einem vergleichsweise niedrigen Preis gehandelt, obwohl die zugrunde liegenden Informationen darauf hindeuten, dass das Unternehmen in Zukunft stark wachsen wird oder zumindest stabile Gewinne erzielen wird. In der Regel werden Aktien von Unternehmen, die derzeit unbeliebt sind oder kürzlich wirtschaftliche Rückschläge erlitten haben, vom Markt schlechter bewertet. Ein hypothetisches Beispiel könnte die Firma X sein, die den zweithöchsten Marktanteil an Kühlschränken in einem bestimmten Land hat. Die Firma ist groß und hat in den letzten 7 Jahren konstante, wenn auch unspektakuläre Gewinne erzielt. In einem kürzlich vergangenen Quartal gab es jedoch ein Produktionsproblem, das die Verkaufszahlen in den letzten 2 Monaten stark beeinträchtigt hat. Der Markt reagiert oft, indem er den Aktienkurs des Unternehmens übermäßig stark fallen lässt, selbst wenn die Ursache des Problems vorübergehend war und behoben wurde. Dies bietet eine perfekte Gelegenheit für unternehmerische Investoren einzusteigen, da die Aktie aufgrund eines vorübergehenden Problems unterbewertet ist und ihr tatsächlicher Wert höher ist. Kernaussage 12. Gegen den Strom. Unternehmerische Investoren sollten nicht den Trends des Marktes folgen. Viele Investoren neigen dazu, dem Markt zu folgen, indem sie Aktien verkaufen, wenn deren Preise fallen, und Aktien kaufen, wenn die Preise steigen. Diese Reaktionen sind oft von Angst und Unsicherheit getrieben. Ein intelligenter Investor sollte sich jedoch nicht von solchen Emotionen beeinflussen lassen. Kurzfristiges Handeln mit Aktien kann riskant sein. Wenn eine Aktie plötzlich hohe Gewinne verspricht, ist es wahrscheinlich, dass sie bereits überbewertet oder zu riskant ist. Dies kann zu Blasen führen, wie zum Beispiel in der Immobilienkrise in den USA, bei der viele Investoren in überbewertete Immobilien investierten und letztendlich Verluste erlitten, als die Blase platzte. Unternehmerische Investoren sollten stattdessen konträr handeln. Sie sollten Aktien kaufen, wenn ihre Preise fallen und sie unterbewertet sind, und Aktien verkaufen, wenn sie überbewertet sind und steigen. Dies erfordert regelmäßige Überprüfung des Portfolios, um sicherzustellen, dass die Unternehmen darin weiterhin gute Ergebnisse erzielen und die finanzielle Situation intakt ist. Die wichtigste Regel dabei ist, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen, sondern fundierte Entscheidungen auf Basis von Informationen zum Preis und Wert der Aktien zu treffen. Zusammenfassung zum Buch von Benjamin Graham, Intelligent investieren, mit Kommentaren von Jason Zweig.
Die gesamte Kernaussage dieses Buchs ist, dass intelligente Investoren fundierte Entscheidungen auf Grundlage von soliden Hintergrundinformationen treffen und sich nicht von den Schwankungen der Aktienpreise beeinflussen lassen. Sie kaufen Aktien, deren wahrer Wert höher ist als ihr aktueller Preis, und verkaufen sie, wenn sie überbewertet sind. Konkrete Handlungsempfehlungen aus dem Buch sind: Empfehlung 1. Beginne vorsichtig. Wenn du in Aktien investieren möchtest, starte mit einer defensiven Anlagestrategie, um das Risiko zu minimieren und mehr über die Märkte und Aktien zu lernen. Empfehlung 2. Konsultiere einen Finanzberater. Ein professioneller Berater kann wertvolle Unterstützung bieten, um Verluste zu vermeiden und eine effektive Portfoliostrategie zu entwickeln. Empfehlung 3. Diversifiziere dein Portfolio. Streue dein Investment auf verschiedene Anlageklassen, um das Risiko zu minimieren. Empfehlung 4. Behalte den langfristigen Erfolg im Auge. Intelligente Investoren sind nicht auf schnelle Gewinne aus, sondern zielen auf langfristige und stabile Einkommen ab. Empfehlung 5. Vermeide Spekulation. Investiere nicht aufgrund von Gerüchten oder kurzfristigen Trends, sondern basiere deine Entscheidungen auf soliden Informationen. Empfehlung 6. Unterscheide zwischen defensivem und unternehmerischem Investieren. Die Wahl deiner Anlagestrategie sollte zu deiner Risikobereitschaft und deinem Erfahrungslevel passen. Indem du diese Prinzipien befolgst, kannst du besser darauf vorbereitet sein, erfolgreich an der Börse zu investieren und langfristig finanzielle Sicherheit zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!